Hat ein wiedergeborener Christ die Errettung der Seele bereits oder steht diese noch aus in der Zukunft? Zum Beispiel am Ende des Glaubenslebens. Was bedeutet da 1. Petrus 1, Vers 9, wo es heißt, indem ihr das Ende des Glaubens die Errettung der Seele empfängt? Nun erstens, die Bibel unterscheidet grundsätzlich in Bezug auf die Rettung in diese vier Aspekte. Die Bibel spricht von der Errettung des Gläubigen an sich, sie spricht von der Rettung der Seele des Gläubigen, von der Errettung des Körpers, des Leibes des Gläubigen und von der Errettung vor den irdischen Gefahren. Zweitens, in 1. Petrus 1, Vers 9 geht es um die Errettung der Seele. Die Seele ist der immaterielle Wesensbestandteil des Menschen und da heißt es, dass ihr am Ende des Glaubens die Errettung der Seele empfängt. Ist das ein zeitliches Ende? Ist das ein zeitliches Ziel, worauf der Gläubige hinarbeiten muss? Was ist damit gemeint? Hier geht es nicht um ein zeitliches Ende, um ein zeitliches Ziel am Ende des Glaubenslebens, da steht ja gar nichts, sondern es geht hier um dein Glauben an sich, in dem Sinne das Ziel des Glaubens, der Zweck des Glaubens ist die Errettung der Seele. Das heißt, der Glaube an sich bewirkt die Errettung der Seele und das geschieht bei der Bekehrung im Moment der geistlichen Neugeburt. Da wird die Seele des Gläubigen vollumfänglich gerettet. Die Rettung des Körpers dagegen, die liegt eindeutig in der Zukunft und zwar am Tag der Entrückung. Denn da wird sowohl der Körper der verstorbenen Gläubigen und auch der Körper der lebenden Gläubigen umgewandelt in einen neuen Herrlichkeitskörper, der Christus gleich ist, der dem Körper von Christus gleich ist. Und das geschieht tatsächlich am Tag der Entrückung. Jedoch die öffentliche Sichtbarwerdung, die öffentliche Manifestation, dass die Gläubigen einen neuen Herrlichkeitskörper haben, diese wird sein, wenn Christus mit den Gläubigen wiederkommt am Ende der Drangsalzeit. Dann wird öffentlich sichtbar, dass die Gläubigen tatsächlich einen neuen Herrlichkeitskörper haben, den gleichen, den Christus hat. Das ist der Gedanke hier. Eine Seelenerrettung am Ende des Glaubenslebens ist absolut unbiblisch und eine falsche Lehre. Der wiedergeborene Christ hat die Errettung der Seele bereits jetzt vollumfänglich.